Und damit hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich hier auf dem Solarkraftwerk A. Und der Plan für heute ist, wir machen direkt weiter mit den Sun Sails Technologies Aufträgen. Und zwar machen wir heute Kraft zweier Sonnen. Der Konzern scheint groß zu denken und nur ein Solarkraftwerk reicht dem wohl nicht. Wie schon zuvor brauchen die eine komplette Fuhre Module und noch einen Anhänger mit dem passenden Zubehör. Legen los. Wir liefern wieder Solarmodule, diesmal nur zwei. Und danach müssen wir rüber nach das Institut. Und da holen wir wahrscheinlich die übergroße Fracht ab. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, wie viel Slots eine übergroße Fracht hat. Aber das finden wir dann wahrscheinlich heraus. Gut. Dadurch, dass wir halt direkt weitermachen, ist relativ klar, welchen Truck wir haben. Wir bleiben im Ank. MK-38 Civilian. Ich muss hier nur einmal umdrehen. Sprit haben wir noch. 140 Liter im Ank und irgendwie 300 Liter oder so fast noch im Auflieger hinter uns. Plan ist jetzt erstmal die beiden Solarmodule da hoch zu schaffen und dann müssen wir halt mal gucken, was wir drüben auf das Institut dann brauchen. Aber das finden wir alle draus. Das ist nämlich überhaupt kein Problem. So, wir fahren jetzt so semi wieder den offiziellen Weg. Ich halte mich hier wieder ein bisschen durchs Grün. Das ist aber ja mittlerweile auch nicht neu mehr, dass ich das gerne mache. So. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich sehe hier auch keine Baumstümpfe, die uns aktuell im Weg stehen. Da vorne sind... Ne, die liegen alle nur. Das ist gut. Da drüben sind aber welche auf jeden Fall. Gut, dann können wir hier erstmal einen Hochgang gehen. Und die mit Wellblechter platt fahren. Der Vorteil, dass wir jetzt zu dem Solarkraftwerk da hochfahren, ist halt, dass wir da oben halt auch wieder ein bisschen von dem restlichen Schwarzen natürlich aufdecken. Aber außer dem Solarkraftwerk, schätze ich jetzt mal, wird da oben eigentlich nichts mehr sein. Mir zumindest nicht groß vorstellen. Und uns fehlen zwar noch immer noch die ganzen Upgrades, bis auf eins, was ich aus Versehen schon eingesammelt habe. Aber wie gesagt, Upgrades mache ich ja extra. Das ja erstmal. Die sind ja jetzt hier erstmal auch gar nicht so ausschlaggebend für uns. Ich meine, ja, wahrscheinlich hätten wir dann für Kerowitz noch mal einen besseren Motor oder so. Aber eigentlich kommen wir ja ganz gut klar. So, Frachtverwaltung. Wir brauchen zweimal Solarmodule. Und dann fahren wir hoch. Wie fahren wir denn noch hoch? Überleg gerade. Wir fahren, glaube ich, einfach mal hier wieder hoch. Und dann hier wieder über den See, über den Fluss. Und dann fahren wir so und irgendwie so. Ich
Ups, das war meine Tür. Der Wind, das himmlische Kind. So, also, nur ein bisschen anderer Weg. Und zumindest der letzte Teil. Der erste Teil ist jetzt nicht zwingend so neu. Ich habe eigentlich gedacht, wir schaffen das da an dem Baum vorbei, aber nö. Hochgang, so, da habe ich einen Baumstumpf schon gesehen. Aber das war Gott sei Dank der einzige, glaube ich, da an der Stelle. Hier unten aber nicht. Lass mich hier durch. Eigentlich wollte ich nicht durch den Sumpf fahren. Moment, ich würde gerne... Ach ja, gut, jetzt sind wir eh schon auf der Tour. Jetzt egal. Eieieiei. Lass mich hier ein bisschen rum. Danke. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen in so eine ganz komische Lage gebracht. Das mal so. So, wir sind im Rückwärtsgang. Das war eine knappe Geschichte. Fracht verladen. Zack. Das war wirklich knapp. So, Moment, muss mal auf die Karte gucken. Ja, wir folgen quasi der Straße einfach ein bisschen. Einfach hier schöne Straße nachfahren. Wir haben auch, ja, schon wieder 80 Liter verbraucht, ne? Wir hatten vorhin irgendwie 130 Liter oder so noch, ne? Oder 140 sogar noch. Respekt. So. Jetzt sind wir aber wieder auf der Strecke. Jetzt sollte der Spritverbrauch auch ein bisschen gleich runtergehen. Auch nicht so wirklich. Ja, dann müssen wir gleich nochmal nachtanken. Das macht ja erstmal, wie gesagt, nichts. Noch haben wir Sprit im Auflieger drin. Und ich weiß nicht. Also auf der anderen Seite müssen wir wahrscheinlich ja dann für die übergroße Fracht, die wird wahrscheinlich einfach wieder irgendwo rumstehen. Dafür brauchen wir dann eh einen Krananhänger. Ich glaube, wir haben noch den Ural drüben zu stehen mit dem Kran, oder? Hab ich dem Kran gegeben? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Im Notfall müssen wir dann halt sowieso nochmal einen Truck rüberbringen. Auf jeden Fall müsste der Tiger mit Tankanhänger noch drüben stehen. Und wir haben ja die Tankstelle mittlerweile auch auf das Institut. Aber die ist ja ein Stück weiter westlich. Das heißt, wir müssen so oder so erstmal da quer über die Karte fahren.
So. Tanken schon mal voll. Zack. Also 133 Liter haben wir noch drin. So. Ich denke, wenn wir keine großen Umwege fahren, müsste das auf jeden Fall reichen für den Auftrag noch. Dann werde ich, also für den nächsten Auftrag werde ich auf jeden Fall mal wieder Truck wechseln. Nicht, dass wir hier drei Aufträge in Folge quasi mit dem anfahren. Das ist mir auch ein bisschen zu langweilig selber. Also, selber ein bisschen zu langweilig, so rum. Gut. Einmal hier über dem Fluss. Da drüben ja gleich nochmal über den Fluss. Und dann fahren wir hoch zu dem zweiten Solarkraftwerk. So. Hopp, hopp. So, die Flussüberquerung hat sehr schön funktioniert. Hoffentlich kommen wir bei der zweiten jetzt genauso gut klar. Hier vorne liegen Bretter drin. Das ist erstmal gut. Und drüben auch. Und hier in der Mitte steht ein Baum, an dem wir uns ziehen könnten. Aber brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, und jetzt fahren wir hier einfach mal so grob querfeldein auf den Marker zu. Ich hoffe mal, dass das aufgeht. Oh, das sieht gut aus. Da sind zwar nochmal Baumstümpfe, um die müssen wir mal drum herum fahren. Ich wusste halt nicht, ob hier wieder irgendwelche riesigen Matschlöcher sind, wo wir dann so halb drin versinken. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. So. Wenn das jetzt ganz gut läuft, fahren wir hier gleich einfach geradeaus durch den Zaun durch. Müssen wir nämlich nicht nochmal über den Fluss fahren. So, Stufe 1 haben wir abgeschlossen. Begib dich zum alten Stahlkraftwerk. Dafür müssen wir auf das Institut rüber, richtig? Ich will nur nochmal auf Nummer sicher gehen, jo. So, das heißt, wir setzen uns hier einen Punkt hin und fahren dann hier einmal querfeld ein. Au! Okay, okay. Wir sind unterwegs. Wie gesagt, drüben müssen wir dann gucken, wie das weitergeht. Ob wir einen Kran brauchen, was wir für einen Kran brauchen und ob unser Auflieger überhaupt reicht. Weil ich meine, eine normale übergroße Fracht ging auf die Pricep-Anhänger rauf. Ich glaube, das war nicht so ein absolutes Monster, was irgendwie 8 Slots braucht. Ich glaube, das war nämlich einfach nur so ein 4-Slot-Container. Aber sehen wir auf jeden Fall gleich. Oder die ersten sind schon wieder dabei, das in die Kommentare zu schreiben. Hey, ist doch nur ein 4-Slot-Container. Ich merke mir so Sachen einfach nicht. Wenn ich die Container noch 18 Mal fahre. Das wird dann irgendwann einfach wieder aus dem Gedächtnis gestrichen für andere Sachen, die vielleicht wichtiger sind und da Platz brauchen.
So, Reise nach das Institut. Die Karte braucht wieder ein bisschen. Ah, da kommt sie. Gerade wo ich mich drüber aufregen wollte. Gut. So weit war das doch jetzt gar nicht, ne? Altes Stahlkraftwerk, da folgen wir einfach nur der Straße, ja. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Da sollten wir dann spätestens erfahren, wie unser Container aussieht. Also er sagt ja irgendwas von einem Auftrag wieder von einem Anhänger. Aber übergroße Fracht ist normalerweise kein Anhänger. Das war zum Verladen. Also das ist nicht wieder so ein Schiebeplan-Anhänger, wie wir ihn in der letzten Folge hatten. Ach komm schon, bremst uns doch jetzt nicht so sehr aus, Baum. Dann fahren wir halt auf der anderen Seite lang. Macht ja auch nichts. So. Fahren wir halt hier rum. Und dann müssen wir gleich irgendwie rechts der Straße folgen. So, genau, hier war die kleine Kreuzung. Und dann fahren wir hier einfach lang und dann ist das jetzt nur noch der Hauptstraße hier folgen. Das heißt, wir gehen in die Onboard-Perspektive, weichen diesen großen Schlaglöchern hier aus, genießen die Aussicht aus dem Ank. Stopp! Nicht so schnell hier drüber, die komischen Röhren können nämlich auch ein bisschen gemein sein. Gerade für Trucks, wie wir gerade gesehen haben, die den Tank relativ tief liegend haben. Kann man da immer mal kurz aussetzen. Man war jetzt halb so wild, dadurch, dass wir relativ langsam darüber gefahren sind. Aber wenn du da einmal mit Schmackes rüberfährst und dann einmal richtig darauf wämmst, dann ist der Tank kaputt. Dann hast du ein Problem. Dann rinnt dir nämlich dein Sprit weg. So. Nochmal so eine Unterführung. Okay. Machen wir schon mal ein bisschen langsamer. So. Ich sag doch, das war ein Container. 4-Slot-Container, sag ich doch. War ich doch so gar nicht falsch. Gut. Motor abstellen. Was haben wir denn jetzt hier noch zu stehen? Der hat mit Sicherheit keinen Kran. Hat der einen Kran? Oh ne, die haben beide keinen Kran. Das ist ein bisschen belastend. Das ist echt belastend. Das ist das Portal nach Kreuzung. Wo ist denn auf Kreuzung das Institutportal da oben? Wollen wir da noch rüber? Ach, das schaffen wir. Schaffen wir das noch? Moment. Wo stehen wir auf das Institut gerade?
Da. Ja, das schaffen wir noch. Okay, also. Kreuzung. In die Werkstatt. Hey, Werkstatt, wo bist du? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ja. Da holen wir uns irgendwas mit einem Kran. Irgendwas mit einem großen Kran. Ich überlege gerade. Vielleicht ein Azov. Oh ja, wir fahren eine Runde Azov, glaube ich. Aber nicht den 64131. Ich würde gerne mit seinem Bruder fahren. Habe ich den noch irgendwo? Da ist er. Hat der einen Kran? Ich hoffe. Jo. Hat er noch einen anderen Kran? Bin ich ein von diesen russischen Krähen? Nee. Dann machen wir das halt so. So, warum hat der jetzt zweimal Pritsche? Gleich mal weg. Bessere Schlammreifen drauf. Werkstatt verlassen. So, dann fahren wir jetzt einfach. Wie fahren wir denn jetzt? Hier hoch. Hier rüber. Und da hoch. Und dann fahren wir auf jeden Fall noch rüber, dass wir vielleicht noch verladen können heute. Und das Ausliefern machen wir dann bei der nächsten Folge wahrscheinlich schon. Würde ich sagen. So ist zumindest jetzt meine spontane Schnapsidee dazu. Wir fahren ja auch einfach wieder querfeld ein. Mal gucken, wie gut er 73. Was war es? 73210, ne? 73210, genau. Mit Querfeldein klarkommt. Normalerweise ist er ja genauso wie sein Bruder recht geländegängig. Das Einzige, was er auf jeden Fall nicht mag, sind so Erhöhungen, weil er hier vorne die Kabine so tief liegt. Sieht man hier schon das erste Mal, dass bei etwas größeren Erhöhung wird das dann ganz schnell schwierig. Aber ich glaube, so viel, ultra viele solche Erhöhungen haben wir jetzt hier gar nicht. Wir können auch einfach. Moment. Ich habe hier jetzt die Strecke abseits der Schiene gemacht. Ich kann auch einfach der Schiene folgen bis hier vorne und dann da hochfahren. Glaube ich, ist glaube ich ein bisschen schlauer. So, und was man hier hat, der hat mehrere gelenkte Achsen. Also die beiden vorne und die hinterste Achse sind gelenkt. Dadurch ist er eigentlich so im Vergleich zu seinem Bruder ein bisschen manövrierfähiger. Also es hat jetzt auch nicht gerade den kleinsten Wendekreis, aber ein bisschen weniger als der Azov 64131. Auf jeden Fall haben wir den schon eine Weile nicht mehr benutzt. Sieht, wenn man von vorne guckt, so ein bisschen aus wie diese amerikanischen Firetrucks. Mit der Kabine da dran.
Wenn den komplett in Rot streichen würden und dem oben statt den orangen Lichtern irgendwelche blaue Lichter drauf machen würden. Dann, oder ich glaube, Rot ist bei den Amis ja blau-rot, ne? Dann könnte der auch als Firetruck durchgehen. So, aber genug Firetruck. Wir fahren erstmal unserem Ziel hier entgegen. Man merkt jetzt hier bei dem schon, der ist deutlich spritsparender als der Ank. Ich meine, gut, er hat auch 150 Liter mehr, aber wir haben jetzt auf der Strecke hier 30 Liter verbraucht. Obwohl wir die ganze, also fast die ganze Zeit jetzt hier Automatik gefahren sind. Ne? Da ist der Spritverbrauch bei 10 Liter im Schnitt. Nee, stopp! Das habe ich noch gesehen. Er gibt diesmal nur einen leichten Kratzer vorne im Motorblock. Also, nicht im Motorblock, sondern Stoßstange. Ich tanke aber trotzdem nochmal voll hier. Damit wir vielleicht dem Ank dann noch ein bisschen Kraftstoff abgeben können. So. Dann haben wir da vorne unseren Übergang ja gleich. Können dann ein letztes Mal für heute die Karte wechseln. Ja, immerhin auch schon das dritte Mal. Dass wir hier irgendwie auf einer Karte hin und her switchen. Aber kriegen wir hin. Und dann fahren wir auf jeden Fall noch die Straße hoch gen Norden bis zum Stahlkraftwerk oder Stahlwerk. Kraftwerk ist es ja nicht. Und da beladen wir dann noch. Also, nee, wahrscheinlich beladen wir nicht mal mehr heute. Beladen machen wir beim nächsten Mal schon. Starten wir quasi die Folge direkt mit dem Beladevorgang. Aber hochfahren wir auf jeden Fall noch. Gucken wir uns das Ganze an, wie wir uns da zumindest positionieren können und dann passt das. Dann müssen wir nur noch diesen Riesencontainer zurückbringen, beim nächsten Mal Richtung Solarkraftwerk B. So, gucken wir nochmal. Genau, einfach nur nach Norden. Handbremse lösen. Mal kurz einen Hochgang reinpacken. Und dann wieder zurück in die Automatik. Dadurch schaltet der oft schneller hoch, als wenn wir jetzt komplett in der Automatik fahren würden und der dann nach und nach die Gänge hochschalten würde. So. Aber wir kommen voran. Aber auch wirklich nur, weil wir jetzt die ganze Zeit Automatik fahren. Wie gesagt, die Azovs haben es ja so ein bisschen auch. Sobald man bei denen im Hoch- oder Lastgang geht, wird es schwierig mit denen und dem Tempo. Gut. Aber jetzt müssten wir unseren Traktor gleich sehen. Genau, da vorne steht der Ank. Können wir schon mal anhuben. Oh,
Und dann stellen wir uns hier einfach mal daneben. So, einmal rum. Bitte. Ich wollte gerade sagen, bitte voll umschild. Zack. So, wir müssen auf jeden Fall dann nochmal umpositionieren beim nächsten Mal. Aber für heute stehen sie erstmal brav nebeneinander. Das war's dann, wie gesagt, an der Stelle für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.